Das WB-Gespräch von Willisauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur Premiere, zum ersten WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview von Willisauer-Bott. Wo wir vor rund einem Monat den Termin mit unserem Gesprächspartner abgemacht haben, haben wir gewusst, dass das Thema Corona aktuell wird sein, dass es aber so brennend aktuell ist wie heute, da hätten wir beide nicht damit gerechnet. Ich begrüße ganz herzlich trotz gebotener Distanz den Regierungsrat Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor vom Kanton Luzern. Grüezi. Guido Graf, seit dem Wochenende ist klar, der Bund hat die Zügel wieder ein bisschen in die Hand genommen. Sind Sie zufrieden mit den Massnahmen, die der Bund jetzt gesamtschweizerisch verordnet hat? Ich bin sehr zufrieden. Ich habe das auch persönlich unterstützt, anlässlich einer Sitzung der Gesundheitsdirektorenkonferenz am letzten Freitag mit dem Bundesrat Berse. Ich habe das unterstützt, weil wir eine Herausforderung haben, die die ganze Schweiz betreffen. Und jetzt ist die Zeit da, dass wir wirklich einheitliche Lösungen treffen. Es ist sehr viel Kritik geübt worden am Föderalismus in der letzten Zeit, aus der Bevölkerung, aus Medien natürlich und auch Politikerinnen und Politiker sind Wörter gekommen wie versagt, verschlafen, überfordert. Wie kommt das bei Ihnen an als Kantonsregierungsmitglied? Also von uns habe ich das Verständnis, wenn man von Kantönligeister redet und so weiter. Aber wenn ich jetzt persönlich den Kanton Luzern anschaue, wir haben die heutige Situation recht gut im Griff. Das belegt eigentlich auch unsere Zahlen. Wir sind eigentlich immer im letzten Drittel von allen Kantonen. Aber wenn ich jetzt andere Kantone sehe, die massiv Herausforderungen haben, die von mir aus zu wenig gemacht haben, also da bin ich eigentlich froh, dass der Bund jetzt eingegriffen hat. Und da habe ich auch Verständnis von der Bevölkerung, dass man einfach sagt, Kantönlichkeit, es ist nicht mehr übersichtbar und so weiter, wer was machen. Heute ist einfach die Situation so, es ist flächenmässig, es betrifft die ganze Schweiz. Und wir brauchen jetzt wirklich Massnahmen für die ganze Schweiz, dass wir die Situation einigermaßen wieder in den Griff bekommen. Ist es nicht auch ein bisschen weit, das Verantwortung abschieben, wird Ihnen auch jemand vorgeworfen, also nicht Ihnen persönlich, sondern den Kantonen, dass man sich da scheucht, dann harte Massnahmen zu greifen und den lieber den Bund vorschiebt? Nein, ich muss sagen, wir haben das gut ausdiskutiert, also Kantone, und da zähle ich mich auch dazu. Wir wollen, dass der Bund jetzt die Massnahmen ergreifen. Es gibt eben noch einzelne wenige Kantone, die dann an Selbstverantwortung appellieren. Aber ich sage jetzt, es reicht in der heutigen Zeit nicht mehr. Man muss wirklich Massnahmen ergreifen, man muss Vorgaben machen. Sonst können wir das Coronavirus nicht in den Griff über. Gehen wir zur aktuellen Situation im Kanton Luzern. Können Sie einen kurzen Überblick machen, wie es hier ist? Es ist jetzt heute Montag, muss ich vielleicht sagen, 19. Oktober, wie der aktuelle Stand ist. Wir hatten übers Wochenende 140 Fälle gehabt. Wenn ich die Zahl vergleiche, auf den Freitag, auf den letzten Freitag oder Donnerstag, ist das leicht weniger. Also im Moment können wir es gut handeln. Von dort her bin ich auch froh, dass die Luzerner Bevölkerung sehr gut mitmachen, weil man kann nicht einfach nur Sachen ordnen und niemand die befolgen, sondern man ist daran interessiert, dass man das miteinander in den Griff bekommt. Von dort her habe ich das Gefühl, dass man das wirklich gut handeln kann. Gibt es innerhalb des Kantons einzelne Hotspots, sogenannte, also Gebiete, wo die Krankheit besonders ausgeprägt ist, oder ist das flächendeckend? Nein, ich muss sagen, das ist ein Unterschied zu März, April, wo wir hatten. Dort haben wir vor allem eine Herausforderung gehabt, in grossen Orten, Stadt, Aglom, wo sehr viele Leute relativ eng zusammenleben. Aber jetzt ist eigentlich der ganze Kanton betroffen, wirklich der ganze Kanton, also von Witzenau bis auf Pfaffenau, von Ästlismatt bis Weiten in Seta. Also es sind wirklich alle Gemeinden betroffen. Und das andere, was uns einfach auffällt, es gibt eine Verlagerung von der mittleren Generation zu den älteren Generationen vom Patientenbild her. Jetzt noch ein bisschen regional geschaut, das betrifft also auch das Luzerner Hinterland, Wickertal, weil bis jetzt hat man ja bei unseren
Gebiet eher das Gefühl gehabt, das ist nichts, oder bei uns gibt es das nicht? Nein, ich muss sagen, auch wir haben wirklich Fälle, wo wir Sorgen machen. Wir grenzen auf der einen Seite an den Kanton Aargau, der das auch sehr gut im Griff hat. Wir grenzen an den Kanton Bern, der extreme Massnahmen ergriffen hat. Aber ich gehe davon aus, da unten in dem Ecken, das können wir gut handeln. Von den Ansteckungen her, da gibt es ja auch so verschiedene Untersuchungen, wo man sich am meisten ansteckt. Im Moment heisst es, glaube ich, Familienfeile, die da an der Tabellenspitze sind. Ist das im Kanton Luzern auch so, oder wo sind da die Ansteckungsherde? Wir haben so zwei Situationen. Die erste Situation ist wirklich die Familie als Gesamt. Also da kommen Grosseltern mit den Kindern und so weiter zusammen. Aber in jeder Familie geht jemand arbeiten, geht jemand in Ausgang oder geht jemand einkaufen. Aber die Familie ist einfach ein Austausch, wo das regelmässig stattfindet. Also, wo wir auch zur Kenntnis haben, dass wir dort Infektionen haben. Und das andere sind Leute, die vom Ausland, von Ferien oder von der Geschäftsreise zurückkommen, die das Virus eigentlich dann heimbringen. Das sind eigentlich wirklich im Moment die zwei Situationen, wo vor allem die Infektionen auftreten. Was bei uns nicht der Fall ist, und da bin ich eigentlich sehr froh, sind Clubs. Das haben wir relativ streng geregelt. Also im Sommer schon klar gesagt, nur Sektoren mit 100 Leuten und nicht mehr. Total ohne Maske 300, also drei Sektoren. Und wenn ich jetzt andere Kantone vergleiche zum Kanton Luzern, das funktioniert bei uns eigentlich sehr gut. Der Kanton Luzern ein bisschen vor dem Bund die Maskenpflicht, die sogenannte, angeordnet. Noch müssen Auseinandersetzungen, vor allem seit der Detailhandel und Gewerbe ist das nicht so gut angekommen. Ist das inzwischen gegessen oder spüren Sie da immer noch Widerstand? Schauen Sie, wenn Sie die Verantwortung haben über ein Gebiet, und ich bin jetzt der Gesundheitsdirektor, ich muss schauen zu der Luzerner Bevölkerung, und wenn wir Sachen anordnen, gibt es Kreise, wo man Freude möchte, und es gibt auch Kreise, die man reklamieren. Das, wegen der Detailisten habe ich ein gewisses Verständnis. Also wir wollen eine differenzierte Lösung machen. Das heisst vor allem die kleinen Läden, dass dort keine Maskenpflicht wäre. Aber ich muss sagen, die Welle hat eigentlich den ganzen Kanton überrollt, also vor allem als Land. Und wenn wir schauen, wo vor allem die älteren Leute sich bewegen, die daheim leben, die gehen einkaufen, ihr Laden vor Ort, die gehen auf die Post, auf die Bank, die gehen in die Kirche. Ich glaube, dort muss man schützen und dort muss man Massnahmen ergreifen. Aber ich muss sagen, so in der Stadt, im Einkaufszentrum und so weiter, das Verständnis, das hat man. Geht davon aus, dass es auch innerhalb der Regierung Diskussionen gibt beim Abwägen zwischen Gesundheit und wirtschaftlichen Faktoren? Wird es sozusagen nicht anders sein im Jahr? Das ist ja so, aber die ganze Regierung steht hinter diesen Massnahmen. Also eine Wirtschaft funktioniert nur, wenn die Bevölkerung gesund ist. Und die Bevölkerung kann nur gesund sein, wenn eine Wirtschaft da ist, die funktioniert. Aber auch zu dem gehört das gesellschaftliche Leben, das auch wichtig ist. Vielleicht noch schnell kurz zurück zur Maskenpflicht. Was mir nicht ganz klar ist, auch nicht klar geworden ist bei der Kommunikation vom Bund, ob das kontrolliert wird, wie das kontrolliert wird, wer das macht, können Sie da vielleicht etwas Neues sagen, jetzt, was den Kanton Luzern betrifft? Also die Umsetzung ist vor allem die Verantwortlichkeit von den Institutionen oder Geschäften, wo die Maskenpflicht angeordnet wurde. Also die müssen jemanden ermahnen, wenn jemand keine Maske hat. Selber kontrollieren wir das mit eigenen Teams. Auch die Gewerbepolizei ist unterwegs, die Luzerner Polizei ist unterwegs. Und es ist auch so, wenn wir jetzt jemanden antreffen, der keine Maske trägt, der auch kein ärztliches Zeugnis hat, dass er keine Maske tragen muss, dann kann man die Person eigentlich ein Verfahren eröffnen. Aber ich appelliere noch einmal an die Verantwortlichkeit der Luzerner Bürgerinnen und Bürger. Also miteinander können wir es packen. Und ich bitte wirklich, dass sich jetzt alle an die Vorgaben enthalten. Sonst wird es wahrscheinlich weitere Massnahmen geben. Ja gut, heute Nachmittag komme ich zusammen mit dem Skiort. Wir werden das genau anschauen, wenn wir das umsetzen. Also vor allem wenn wir uns einsetzen, dass man Ski fahren kann, dass die Skisaison wird stattfinden. Aber dort wird es auch Massnahmen geben. Das Wochenende war ein Fußballmatch in Luzern gegen St. Gallen, wo wir leider nur ein 2-2 gemacht haben. Aber dort stelle ich einfach fest, im Vorfeld und während dem Spiel ist die Maskenpflicht sehr gut eingehalten worden. Nach dem Spiel müssen wir schauen, dass wir das noch ein bisschen besser tun.
Freunde hinbringen. Ich sage noch einmal, es sind eigentlich kleine Sachen. Also wir reden hier von einer Maskenpflicht, wir reden von Handhygiene, wir reden von Distanz. Es sind eigentlich kleine Sachen. Und wenn wir das alle würden befolgen, ich sage jetzt, dann würden wir das miteinander in die Griffe bekommen. Vielleicht Anschluss noch an FCL. Die Meldung von Bern ist gekommen, dass man die Grossveranstaltungen verbietet. Es sind, glaube ich, andere Kantone, die das auch überlegen. Das heisst, Luzern ist das im Moment noch kein Thema. Also wir werden jetzt das Wochenende auswerten. Wir werden das noch analysieren. Ich sage jetzt, wir werden vor allem schauen, wie viele Fälle vom Fußball herkommen, was das bedeutet für das Contact Tracing. Aber solange wir das Contact Tracing sauber und korrekt umsetzen können, werden wir solche Veranstaltungen auch in Zukunft durchführen. Gib mir ganz das nächste Stichwort, das Contact Tracing. Funktioniert das noch im Kanton Luzern? Oder auf welcher Stufe? Es wird langsam schwierig, oder? Ja, also wir haben zwei Herausforderungen. Und zwar auf der einen Seite, die Lungenliga Zentralschweiz hat das für uns gemacht. Die haben eine Herausforderung gehabt. Ich sage jetzt, sie haben das nicht mehr sauber umsetzen, so wie wir uns das gewünscht haben. Das übernehmen wir jetzt von der Lungenliga Zentralschweiz. Wir sind dran, Leute einzustellen. Also wir reden hier von 20 oder 25 Personen. Wir müssen das wieder in die Griffe bekommen, aber es funktioniert noch einigermaßen gut. Aber wir müssen einfach die personell hochfahren, dass wir das im Griff haben. Die Situation in den Spitälern aktuell sieht es noch nicht so bedrohlich aus, aber wir erwarten ja, dass die Welle dann eben auch sich auf die Spitäler auswirkt. Also wir haben zwei Situationen. Die erste Situation, wir haben heute etwa 14 Betten besetzt in unseren Spitälern, im Luzerner Kantonsspital, Hirsland und SBZ. 14 Betten, das sind relativ wenig. Eine Person ist auf die IPS. Was wir dort haben, verzögert in zwei oder drei Wochen, werden wir mehr Leute in den Spitälern haben. Das müssen wir schauen, dass wir das handeln können. Aber auf der anderen Seite ist eine Herausforderung mit den Mitarbeitern der Spitäler, vor allem Leute, die irgendwie in Kontakt oder in Nähe sind, jemand, der das Virus hat, die müssen eigentlich in Quarantäne. Das heisst, personell müssen wir schauen, dass wir das gut managen können, dass wir denen in den Anschlag kommen. Vor allem, die müssen sich auch sehr gut schützen. In der Zentralschweiz selber, von den Betten her, da sind wir dran koordiniert. Es gibt Kantone, die wirklich am Anschlag sind, dass man da einander kann aushelfen. Also eine Koordination wird es auch schweizerisch geben. Weil wir haben wirklich Kantone, vor allem in der Westschweiz, die wirklich am Anschlag sind. Und da muss man einander helfen und unterstützen. Wenn Sie jetzt zum Worst-Case-Szenario kommen, wäre auch ein Notspital Notau wieder denkbar? Wäre das in einer kurzen Zeit wieder zu errichten? Also wir haben die Szenarien, ich sage jetzt, mit mir durchfahren, das ist eigentlich vorbereitet und die letzte Akt wäre, dass wir das Notspital wieder bauen müssten. Das hätten wir innerhalb von 3 bis 5 Tagen eigentlich oben. Betrieben, müssen wir dann schauen, wie wir das machen würden. Aber ich gehe davon aus, sicher, wir müssten Unterstützung haben vom Minimum vom Zivilschutz. Vielleicht wieder ein bisschen allgemein nochmal, was den Politikern, natürlich auch uns Medien, viel vorgeworfen wird jetzt in dieser Situation, mit mich wieder auf Panik, auf Hysterie. Wie entgegnen Sie dem Vorwurf oder wie probieren Sie hier den Mittelweg zu finden von Sachlichkeit und eben auch ein bisschen aufrütteln? Also mit Angst machen haben wir das Problem nicht gelöst. Angst ist ein schlechter Begleiter, aber es gibt manchmal Situationen, wo man die Bevölkerung muss aufrütteln muss. Also wir haben eine Phase Rot bei uns im Kanton Luzern, wir haben eine Maskenpflicht, wir müssen das ernst nehmen, gut umsetzen. Aber wir müssen auch lernen, mit dem Virus umzugehen, mit dem zu leben. Das heisst, man kann gleich rausgehen, man kann ins Restaurant essen, die haben ein hervorragendes Schutzkonzept, man kann ins Kino gehen mit Masken. Also man muss lernen, mit der Maske leben. Also es muss einen guten Mittelweg geben. Aber ich sage jetzt, den Zeigefinger haben und Angst schüren, das funktioniert nicht. Das wollen wir auch nicht. Sie sind natürlich vor allem mit dem Gesundheitswesen beschäftigt, aber auch noch Sozialdirektor vom Kanton Luzern. Geht davon aus, dass man auch dort Auswirkungen von dieser Krise spürt. Was sind dort vielleicht die Hauptprobleme, die Sie im Moment beschäftigen? Es sind eigentlich zwei Sachen. Also auf der einen Seite haben wir auch eine Arbeitslosigkeit, die massiv zugenommen hat. Heute haben wir etwa 9'000 Menschen bei uns im Kanton Luzern, die keine Arbeit haben. Wenn jetzt auch das schweizerische relativ tiefe Zahl ist, die 2,3% schweizerische, ist es massiv über 3%.
Aber die Zahl wird wachsen. Also wir gehen davon aus, im Februar 2021, dass das etwa 11'000 Menschen werden sein. Und da geht es vor allem uns darum, dass wir, das sind junge Leute, dass man die möglichst schnell wieder in den ersten Arbeitsmarkt integrieren kann. Und es gibt auch Leute über 50, dass man dann irgendwo Anschlusslösungen sicherstellen. Das ist mal das. Und auf der anderen Seite haben wir x Firmen, die Kurzarbeit haben, Kurzarbeitsentschädigung haben. Auch da haben wir eigentlich einen massiven Aufwand oder Arbeit vor uns. Also das ist eine Sicherheit, die wir diesen Firmen bieten müssen, vor allem auch für die Zukunft, dass das irgendwo miteinander weitergeht. Wir sind schon bald am Schluss, Guido Graf. Corona-Müdigkeit ist so ein Wort der Stunde. Sie können sich das nicht leisten, Corona-müde zu sein. Wie geht man in diesen schwierigen Zeiten oder den Dauerstresszeiten damit um? Oder wie tun Sie sich entspannen, ein bisschen runterfahren? Ich muss sagen, die Belastung im Moment ist eigentlich sehr hoch, aber auch für meine Mitarbeiter, für die ganze Verwaltung, aber auch für die Luzerner Bevölkerung. Selber nehme ich mehr Freiheiten aus. Ich sage jetzt, ich habe das Glück, dass ich einen Weiher habe. Ich gehe regelmässig wirklich raus an den Weiher, allein einfach nur schauen. Rauchen zwischen die sogar eine Zigarre. Ich kann das auch geniessen als Gesundheitsdirektor. Oder ich sage jetzt für mich im Kollegenkreis mit einem oder zwei Kollegen wirklich zum Reden, zum Austausch. Also das werde ich auch in Zukunft weiter pflegen, aber möglichst, ich sage jetzt, runterfahren und ein bisschen sein. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und Ausdauer in dieser Pandemiezeit und danke sehr, dass Sie trotz der hektischen Zeit bei uns heute vorbeigeschaut haben. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom ersten WB-Gespräch. Wir sehen uns wieder heute in einem Monat. Unterdessen bleiben Sie gesund und schauen Sie uns nächstes Mal wieder zu. Herzlichen Dank. Das WB-Gespräch von Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik.